Eine Demonstration der etwas anderen Art. Auf dem Marktplatz in Heide-Holstein, also in Dithmarschen, demonstrieren die Götter in Weiß. Die niedergelassenen Ärzte Dithmarschens informieren die Bevölkerung darüber, dass bei dieser Gesundheitsreform für sie kein Plus in der Kasse, sondern für viele ein deutliches Minus verbleibt. Und die ärztliche Versorgung an der Westküste Schleswig-Holsteins ist schon nicht ausreichend. Wir brauchen attraktive Praxen. Wir brauchen eine attraktive Umgebung, in der junge Menschen auch Arzt werden wollen und für die Grundversorgung der Bevölkerung dastehen. Da stehe ich ganz auf der Seite derjenigen, die für gute Arbeit eben auch eine gerechte Besoldung haben wollen. Diejenigen, die mehr als 5 Tage, die 6, teilweise 7 Tage in der Woche arbeiten und auf die wir als Patientinnen und Patienten angewiesen sind. Also unterstütze ich diese Ärzte in ihrem Protest. Meinen Kollegen von der CDU, der selber Arzt ist und Mitglied im Gesundheitsausschuss, den habe ich hier leider nicht gesehen.